Ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht Gene oder? Ja. Oma Edith ist auch schlank. Dann atmen wir doch jetzt einfach mal ein bisschen aus, ganz in Ruhe. Und wir kümmern uns um Alfred Meyer. Alfred Meyer ist ein Künstler, der fantastische Figuren formt. Und Karin Rowold war ganz begeistert auf den ersten Blick. Jede Figur hier hat eine Geschichte. So wie die Bücher in der Stadtbibliothek Sieke. Und so wie ihr Schöpfer, Alfred Meyer. Der 68-Jährige ist geistig behindert. Seine ganze Liebe gilt seinen Geschöpfen. Und die macht er aus Lack und Pappmaché. Das ist die Bertha. Das ist eine braunbunte Kuh. Irgendwie aus der Schweiz oder so. Das ist eine Boschfrau. Lebt irgendwo in Afrika. Name unbekannt. Ja. Das ist ein bisschen dick und klobig geworden, nicht? Aber macht ja nichts. Gibt auch dicke Tiger, nicht? So wie Menschen. Manche Figuren teilen sein Schicksal. Vor Jahren hatte Alfred Meyer einen schweren Unfall, so wie Dino Elvis. Das ist Elvis im Modell, in Wirklichkeit eine tragische Geschichte, nicht? Er hatte immer mal Jagdunfälle gehabt, nicht? Weil vielleicht tollpatschig war oder so. Und wie der Pech so wollte, ist er über eine Wurzel gestolpert, hat sich den Mittelzeh gebrochen. Und ist er da, so groß und so lang wie er war, ist er dann da liegen geblieben. Lars Weber betreut den Künstler während der Ausstellung und in seinem Wohnheim in Bassum. Der Erzieher hat eine stattliche Sammlung der Meyerschen Werke, unter anderem einen Esel in Lebensgröße. Ich bin schon ein sehr großer Fan von ihm. Also ich habe schon einiges von ihm gekauft, ja, auf jeden Fall. Das muss man sagen. Also, ja, was groß ist, das fällt mir auf. Ne? Ja. Das Schöne ist bei Alfred, dass man auch mal sagen kann, ich hätte gern das und das Tier. Und er macht es dann auch schon mal. Also manchmal hat er so Tage, da sagt er, nee, das mache ich nicht. Dann muss man halt zwei, dreimal fragen. Aber dann fängt er auch irgendwann an. Hier im Keller des Wohnheims entstehen Alfred Meyers Geschöpfe. Und zu jedem denkt er sich die passende Geschichte aus. Das Huhn wäre fast ertrunken, wenn nicht ein Mann das Tier gerettet hätte. Und das Huhn ist aus Dankbarkeit jeden Tag über den Zaun geflogen, sozusagen. Ist mit dem Mann hingelaufen hat und dann jeden Morgen ein Ei gelegt. Ne? Ja, fast jeden Tag. Das Material für seine Kunst verdient Alfred Meyer übrigens selbst. In der Bibliothek hat sich inzwischen ein Liebhaber gefunden. Ja, mir hat der Schwan sehr schön gefallen. Ja, Schwäne mag ich auch gerne, weil die so edel sind. Ja, Gänse habe ich auch schon viel verkauft. Ja. Nicht einfach ein Schwan, sondern ein Singschwan, natürlich auch mit einer Geschichte. Die 30 Euro kann Alfred Meyer gut gebrauchen. Ich kann immer wieder neu machen. Ja, solange wie ich lebe, wie ich stehen kann und was machen kann, mache ich das. Und so erfindet Alfred Meyer jeden Tag neue Figuren. Und mit jeder Figur natürlich auch eine neue Geschichte. Ja, und Malte, tatsächlich, du hattest eben auch, hast du mir gerade erzählt, auch mal Kontakt zu behinderten Menschen. Ja, in meinem Zivildienst, in der Bayerischen Landesschule für Körperbehinderte. Mhm. Und das waren Kinder und Jugendliche, so bis 18, die da zur Schule gehen und zum Teil auch wohnen und alle möglichen Arten von Behinderungen hatten, körperlich oder geistig. Mhm. Und das war eine fantastische Erfahrung, wirklich, kann ich jedem empfehlen. Weil man das ja wahrscheinlich, oder die meisten machen es im Leben nicht nochmal so intensiv irgendwie mit Behinderten arbeiten.